Und wir gehen kurz zurück. Was haben wir das letzte Mal, die letzten beiden Mal gesehen? Wir haben uns angeguckt, was sind denn, weshalb ist es aus meiner Sicht, und falls ich übrigens bei euch im Weg bin mit dem Bild oder so, falls ihr lieber die Präsentation ganz sehen möchtet, ihr könnt bei mir Maustaste über mein Videobild gehen und dann die beiden Pfeile nach diagonal zueinander da draufklicken, dann bin ich irgendwie weg und ganz klein und könnt ihr mir dann später die Größe machen, wenn ihr möchtet. So einfach, dass das noch nicht, dass ich irgendjemand im Weg bin. Also ich habe im ersten Webinar habe ich angeguckt, weshalb ich überzeugt bin, dass dass Jugendliche heute im Vorteil sind, wenn sie ihrem Herzen folgen, anstatt auf Geld und Karriere zu schielen. Das ist ein gewaltiger gesellschaftlicher Umbruch und da sind wir reingegangen. Was passiert denn da? Im zweiten Webinar haben wir uns den Herzensweg angeguckt. Weshalb ist denn heute eben, oder wie sieht dieser Herzensweg heute aus? Und weshalb ist der heute eben, was Möglichkeiten gibt und weshalb ist es heute eine sehr gute Variante, die sich mit dem Internet auch aufgetan hat und nicht einfach, ja, eine kleine Nische vorbehalten ist, sondern heute ist es wirklich was, was viele Menschen tun können. Und wir haben uns angeschaut, dass es vier Gründe gibt, weshalb wir, jetzt bin ich mir selbst im Wege, so, weshalb wir tun, was wir tun. Und dass drei davon, nämlich Belohnung, Status und dieses Sinn, Verstandessinn im Prinzip, also der Sinn, der sich aus dem Verstand ergibt, dass das letztlich immer angstbasiert ist und dass da irgendwie die Angst drunter ist und wir uns eigentlich von der Angst leiten lassen. Und dann gibt es die vierte Motivationsart, das ist die Freude, der innere Drang, einfach etwas aus Lust heraus anzupacken, wo wir der Liebe folgen. Der Liebe, das zu tun, was wir eigentlich tun möchten. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Wege. Wir kennen, so wie wir geprägt worden sind in diesem 20. Jahrhundert, wo die meisten von uns aufgewachsen sind, kennen wir vor allem diesen Weg hier links, diesen Angstweg. Und wir sind eigentlich darauf konditioniert, eine sichere Anstellung zu haben oder eben was für die Karriere zu tun und so weiter, dem Verstand zu folgen. Das ist das, was wir eigentlich konditioniert worden sind. Und das rechts ist ein für viele ungewohnter Weg. Und jetzt haben wir vorhin, habe ich so ein bisschen im Vorgespräch ein paar schöne Stimmen gehabt von Homeschoolen. Das sind ja Menschen, die dann eher ihr rechtsbeheimatet sind und ihre Kinder wirklich einfach aufwachsen lassen, spielen lassen, so gut das geht, so gut, dass die Vorgaben erlauben. Und das macht aus meiner Sicht eben wirklich Sinn, weil rechts, da ist die Energie. Da ist im besten Fall maximale Energie drin. Je weiter links, nach links, dass wir gehen und auf Geld oder Status fokussieren, desto weniger Energie verspüren wir und desto mehr Ersatzbefriedigungen benötigen wir, also desto mehr brauchen wir mal wieder einen Kick, weil wir wirklich das Neueste kaufen, dann haben wir wieder drei Wochen Spaß damit und ja, und dann ist der Spaß wieder verflogen, brauchen wir wieder was, um unsere innere Leere, die da entsteht, wenn die Energie eben nicht voll ist, um diese innere Leere zu füllen. Und wir haben gesehen auch, dass es vielfach eben genau diese Gründe sind oder genau diese Dinge sind, die Sterbenden dann letztlich bereuen. Also auf dem Sterbebett irgendwann realisiert man, ja, man ist ständig irgendwelchen Karrierezielen nachgesprungen oder irgendwelchem Geld, das man vielleicht noch erhöhen möchte oder so und hat dann eigentlich vergessen zu leben. Und das ist genau das. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Das ist so einer. Für mich so der Hauptgrund, oder hat das ja der Hauptgrund, was im Sterben am meisten bereut, die anderen ergeben sich dann aus diesem Punkt. Gut, jetzt gibt es vier Herausforderungen auf dem Herzensweg. Der Herzensweg unterscheidet sich, also wenn wir der Liebe folgen, der unterscheidet sich aus meiner Sicht fundamental von den anderen drei Wegen. Wir müssen nämlich zuerst mal wissen, was ist meine Einzigartigkeit? Jugendliche, die sich auf diesen Weg machen müssen, ja, vielleicht müssen die ihre Einzigartigkeit wiederentdecken. Jetzt eben, wenn wir hier vom Homeschooling sprechen oder auch von freien Schulen, die Jugendlichen haben meistens, das ist meine Erfahrung, sind die schon viel, viel näher an sich dran. Und da ist das vielleicht nicht so die Frage, was ist meine Einzigartigkeit, sondern sie haben ja ständig im besten Fall auch ihre Interessen verfolgen können. Also sie sind bei sich und die Frage stellt sich dann nicht so. Und bei den allermeisten Menschen, ist das natürlich ein Riesenthema, weil sie einfach Vorgaben erfüllen mussten von außen,
Und der Fokus lag auf dem Außen statt auf dem Innen. Und das heißt, sie haben sich, wenn sie nicht irgendwie das Glück gehabt hatten, dass sie nebenbei noch ihre Herzenstätigkeiten ausführen konnten, dann haben sie einfach ja, sich von sich selbst entfernt. Und da gilt es, sich wieder selbst zu finden. Und ich habe heute, und ich beende jetzt gleich mal die Präsentation wieder, ich habe heute ein paar Methoden mitgebracht, ein paar Dinge mitgebracht, die wir einsetzen. Und wir haben jetzt nicht, das ist es, wenn zum Beispiel diese erste Methode vollständig machen würden, würde es wahrscheinlich etwa 3 Stunden gehen. Die Zeit haben wir nicht, aber wir können einfach mal so reinschnuppen und so, dass ihr seht, wie die Methode funktioniert. Jetzt, für mich gibt es eine Einzigartigkeit herausfinden. Da gibt es für mich eine Methode, die im Vordergrund steht, nämlich die persönlichen Antriebskräfte herauszufinden. Antriebskräfte nenne ich die Bauteile der Leidenschaft. Jeder Mensch hat 4 bis 7 Bauteile der Leidenschaft. Also wie Bauteile, so wie Lego-Teile, und aus denen lassen sich dann eben passende Tätigkeiten generieren für diesen jeweiligen einzigartigen, bunten Menschen. Und diese Methode möchte ich euch kurz erklären, ganz kurz einfach mit euch reinschnuppern. Und ihr könnt euch schon mal ein bisschen bereit machen, den Chat auch öffnen, wenn ihr möchtet, weil ihr könnt dann gerne den Chat bedienen. Und zwar gibt es eine Frage, die ich euch mitgebe, respektive eigentlich sind es 5 Fragen. Lese ich 3 Schritte, um herauszufinden, welche Antriebskräfte habt ihr. Und wir nutzen solche Karten. Aber ihr könnt das einfach auch irgendwo auf ein Blatt Papier schreiben, irgendeine Liste machen. Und die erste Frage ist, es reicht jetzt einfach mal eine Faszination herauszuschreiben, eine Tätigkeit, die oder ein Spiel, eine Tätigkeit, die euch im Laufe eures Lebens fasziniert hat. Vielleicht als Kind, vielleicht als jugendliche Person, vielleicht als Erwachsene, vielleicht heute. Eine Tätigkeit, die euch so richtig fasziniert hat. Gerne mal aufschreiben. Und sehr gerne auch dann eben in den Chat reinschreiben. Dann haben wir so hier schon mal ein Spektrum von faszinierenden Tätigkeiten. Kochen. Singen. Dinge bauen. Gesellschaftsspiele, malen und modellieren, tanzen, singen, tanzen, das passt schon mal. Prisca Mat noch dazu. Mit Klevele arbeiten, wandern, Tiere, Velofahren. Gut. Ihr könnt gerne weiterschreiben. Ich erkläre euch die nächste Teilfrage. Wir sind immer noch bei Schritt 1. Was fasziniert euch? Und ich mache einfach so ein paar Unterfragen, dass wir an ganz vieles denken, was eben faszinieren kann. Das nächste ist faszinierende Geschichten. Welche Geschichten faszinieren euch oder haben euch mal fasziniert? Geschichten können sein Bücher, Geschichten können sein Filme. Oder Geschichten, die ihr irgendwo gehört habt. Das könnten so Geschichten sein. Auch mindestens eine Geschichte gerne schnell für euch raufschreiben. Ihr könnt euch auch mehrere, wenn ihr habt. Und sehr gerne auch wieder teilen. Also, wir haben noch bei den Tätigkeiten mit Menschen sprechen, Mountainbiken. Genau. Und dann kommen die Geschichten, die faszinieren. Winnetou, Momo, alles Magische, Bibi Blocksberg, Lassie, Buchspiel der Löwen. Yes! Wunderschön. Nochmal, Spiel im Leben. Ist mein eigenes Buch. Unsere kleine Farm, ja. Dubliners, kenne ich nicht. Unsere kleine Farm auch wieder.
Berichtet, Zivis lesen, die in Afrika gearbeitet haben. Jawohl, genau. Das sind doch auch so Geschichten, die wirklich faszinieren können. Zwei, drei nehmen wir noch mit. The Greatest Showman. Faszinationen heißt ja, es gibt eine Verbindung zwischen euch und dem, was euch fasziniert. Das kann man gar nicht begründen. Jeder Mensch, wir sehen das jetzt schon in dieser Liste, jeder Mensch hat andere Faszinationen. Und das ist eine ganz besondere Verbindung. Und das ist deshalb spannend oder wichtig, weil wir können, wenn wir wissen, was uns fasziniert, da zurückgehen. Und wo landen wir? Ja, natürlich bei uns. Weil es ganz, ganz Persönliches ist. Wunderschön. Also, ich mache den nächste Teilfrage. Welche Menschen faszinieren euch oder haben euch fasziniert? Und denkt bei Menschen großzügig, das können Menschen sein, die ihr kennt aus eurem persönlichen Umfeld, das können vielleicht Prominente sein, die, von denen ihr gehört habt, das können auch Figuren sein. Also wir haben vorhin Winnetou gesehen, das könnte jetzt auch sein, dass es nicht die Geschichte Winnetou fasziniert oder nicht nur, sondern vielleicht auch der Mensch Winnetou oder die Pippi Langstrumpf oder es kann von mir aus auch, es muss gar kein Mensch sein, sondern es kann irgendwie irgendeine Figur aus Star Wars sein, die gar kein Mensch ist. Jesus Christus, ja. Charlie Chaplin. Mahatma Gandhi, Elsbeth, der Maler Theodor Zelley. Natürlich immer, ihr seid frei, in welchem Alter ihr euch, auf welches Alter ihr euch jetzt fokussieren möchtet. Ihr habt wahrscheinlich mit 5 haben euch wahrscheinlich andere Menschen fasziniert als mit 15 und wieder andere mit 25 oder so. Gut, wir kommen zum letzten. Zu den letzten sind eigentlich zwei. Ich habe sie hier einfach auf einem Zettel, weil es meistens nicht so viele sind da. Das eine sind faszinierende Orte. Welche Orte haben euch fasziniert oder faszinieren euch? Orte können generische Orte sein, zum Beispiel Werkstätten oder Garagen oder Backstuben oder Gärtnereien. So. Oder es können auch einmalige Orte sein, die es nur einmal gibt, irgendwie Cheops-Pyramide oder den Grand Canyon oder ihr seht es. Also es kann auch da ganz eben generisch sein oder dann sehr spezifisch. Meer, das wäre generisch, genau. Wald. Valley of Fire, jawohl. Und heutzutage reisen viele Menschen viel und trotzdem irgendwo, es gibt schöne Feriendestinationen, aber manchmal gibt es Orte, die faszinieren, die gehen tiefer als einfach nur, ja, es ist ein schöner Ferienort. Verena-Schlucht, ja. Wald. Ein bestimmtes Dorf. Lofoten. Gut, und hier bei mir ist es einfach die Rückseite dann, spielt ja keine Rolle. Great Barrier Reef, das nehmen wir noch mit. Und genau das Letzte, was ich euch mitgeben möchte, sind, welche Wunschträume hattet ihr als Kind oder heute oder irgendwann mal als jugendliche Person? Wunschträume, die müssen nicht realistisch sein. Das können realistische Dinge sein, wie eine Fahrradtour durch Skandinavien.
Oder es kann auch eben was komplett Unrealistisches sein, wie heute ist auch nicht mehr unrealistisch, auf den Mars zu gehen oder sowas. Zoowärter, Sängerin werden, mit Tieren sprechen können. Aha. Mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Architektin, kopernikanische Wende der Pädagogik. Weltreise, eigenes Atelier. Könnt ihr jetzt noch fragen, wer hat den Wunschtraum ins Leben rufen können? Wäre auch noch spannend. Brasilien erkunden. Aha. Gut, vielen Dank euch für die Rückmeldungen, für eure Stichworte. Jetzt gehen wir zu Schritt 2. Also das könnt ihr jetzt natürlich so lange tun, wie ihr möchtet. Und da lohnt es sich, irgendwie eine halbe Stunde, eher eine Stunde als eine halbe Stunde zu investieren und wirklich mal euer ganzes Leben durchgehen. Bei all diesen 5 Fragen. Was hat euch denn fasziniert vom frühesten Moment an bis heute? Bei all diesen 5 Fragen. Das alles zusammentragen und dann kommt jetzt Schritt 2. Was daran hat euch fasziniert? Also, was daran hat euch fasziniert? Nehmen wir mal an, Zoowärter zu werden. Was daran hat dich denn fasziniert? Oder was am Valley of Fire fasziniert dich? Bei Tätigkeiten ist ein bisschen speziell, könnt ihr auch je nachdem einfach raufschreiben, was euch an der Tätigkeit fasziniert. Und je nachdem lohnt es sich hier einfach mal, weil es gibt ja manchmal, vielleicht steht da manchmal auch, keine Ahnung, Fahrradfahren hatten wir vorhin. So Momente, wo das Fahrradfahren richtig faszinierend war, richtig toll war und Momente, wo es nicht so prickelnd war. Also stellt euch die Situation vor, wo es richtig, richtig toll war, wo ihr sagt, wenn Fahrradfahren so wäre, dann das wäre wirklich jedes Mal wahnsinnig toll. Und dann könnt ihr euch fragen, was ist denn an dieser Situation speziell? Und gerne auch die Gründe dann wieder in den Chat schreiben. Weshalb jemand gerne Fahrrad fährt, das kann unterschiedlichste Gründe haben. Oder nicht gerne fährt, sondern was euch daran fasziniert. Das ist ein Unterschied zwischen faszinieren und einfach gerne tun. Was daran fasziniert euch? Da könnten wir jetzt wieder tiefer gehen, Wolfgang, lange Strecken im Meer schwimmen. Was daran fasziniert dich denn? Was fasziniert dich an den langen Strecken im Meer? Zoowärter, weil der Grund ist, Tiere, Natur zu kennen, darüber zu lernen, riesige Aquarien zu pflegen, anstatt nur das eigene 300-Liter-Aquarium, das ich als Kind hatte. Auch da wieder könnte man wieder nachfragen, was ist denn für dich speziell an den riesigen Aquarien? Tiere, Natur zu kennen, das finde ich einen sehr schönen Grund. Die würde ich jetzt als Coach so stehen lassen. Manchmal bin ich dann nervig und frage nach. Die Ausdauer, das war die Antwort auf das Langstreckenschwimmen gewissermaßen im Meer. Spannend, Ausdauer ist spannend. Würde ich auch stehen lassen. Menschen, Landschaften und Kulturen kennenlernen. Velofahren, die Faszination ist Freiheit, Gleichgewicht und Geschwindigkeit. Velofahren taucht immer wieder auf, wenn ich Menschen begleite bei diesem Prozess. Freiheit, Gleichgewicht. Ich glaube, Gleichgewicht hatte ich noch nie. Das ist, ich glaube, ziemlich einzigartig alle. Reisen, andere Kulturen kennenlernen, den eigenen Horizont erweitern, spontan sein, unterwegs sein. Das sind schöne Gründe. Und ihr seid, wenn ihr das wirklich jetzt dann konsequent, jetzt wenn ihr
30 Faszinationen entdeckt an euch und bei all diesen Faszinationen euch fragt, was daran fasziniert euch, dann lohnt es sich, diese Gründe einzeln aufzuschreiben. Am besten, wir haben jeweils so Kärtchen. Ich kann die kurz zeigen. Wir haben solche Kärtchen, aber das könnt ihr auch anders machen. Wir haben einfach solche Kärtchen und da drauf schreiben, einzeln, das lohnt sich. Ihr könnt es auch natürlich digital machen, auch da gibt es Werkzeuge. Es lohnt sich, wenn die separat sind und die irgendwie dann vielleicht auch am Computer irgendwie verschoben werden können oder sowas. Das wäre von Vorteil. Also so, ich gucke, was ich wieder alles verpasst habe. Spiel daneben, jetzt wird es spannend. Kindern zu einem besonders glücklichen Leben verhelfen. Schön. Mhm. Garten, den kleinen Pflanzen beim Wachsen zu sehen, Grünes erschaffen. Und die exakte Wortwahl ist manchmal sowas von wichtig. Da würde ich jetzt sagen, unbedingt diese Wortwahl nehmen, weil das sagt was über dich aus, Elena. Sehr schön. Malen und modellieren, ich werde auf besondere Weise ruhig und zufrieden. Mhm. So dieses Meditative. Das Gefühl der Begeisterung und Ausdehnung. Möglichst viele Sprachen lernen, wenigstens ein Wort. Dann haben wir Natur, Berge, Wald, Meer, Wüste. Die Vielfalt und Perfektion der Schöpfung einsaugen. Auch wieder sowas von präzis. Zu sich selbst finden, sich Raum geben. Genau, zum Beispiel digital mit Miro. Da könnte man das machen, Ursula, genau. Der Dubliners, soziale Zusammenhänge verstehen. Auch spannend. Mut, sich selber zu sein. Und ich finde es immer so, es beginnt langsam diese Einzigartigkeit hier sichtbar zu werden. Die wird dann noch mal beim Schritt 3 noch mal deutlicher. Und dann gibt es jeweils das Hühnerhautstimmung, wenn wirklich einfach was ganz, ganz Spezifisches rauskommt. Mut, sich selber zu sein. Seid ihr bereit für Schritt 3? Ihr habt jetzt mit wenigen Faszinationen einfach mal reingeschnuppert, gestartet, habt geguckt, was daran fasziniert euch. Und wenn ihr das konsequent tut, habt ihr dann vielleicht 30, 40, 50 Kärtchen mit Gründen, was euch daran fasziniert. Und ihr werdet erkennen, die Gründe wiederholen sich. Teilweise sind sie identisch, exakt dieselbe Formulierung. Teilweise sind es ähnliche Formulierungen oder Formulierungen, die irgendwie zusammenpassen. Und jetzt geht es bei Schritt 3 und das ist meistens von meiner Erfahrung her der schwierigste, anspruchsvollste Teil, geht es darum, Schubladen zu machen. Also stellt euch irgendeine Kommode vor, die hat 4 bis 7 Schubladen und jetzt geht es darum, die Kärtchen gewissermaßen in diesen Schubladen einzuräumen. Also die Schublade gibt es nicht richtig, also die Kommode, denkt euch die einfach. Und ihr möchtet gerne diese Kärtchen dann wieder finden, möglichst schnell. Also ihr müsst wissen, in welcher Schublade liegt jetzt dieses Kärtchen hier. Dazu müsst ihr die Schublade natürlich beschriften. Und die Schubladen sollen so beschriftet werden, dass sie möglichst klar definiert sind, dass ihr wisst, was da drin ist, dass aber eigentlich von den Facetten, von den Kärtchen, die da drin sind, von diesen Facetten, die da auf diesen Kärtchen stehen, dass da nichts verloren geht. Also so präzise wie möglich und trotzdem so allgemein, dass es eben klar ist, was da drin reinkommt. Ihr könnt im Extremfall einfach alles, was da drin ist, aneinander rein und dann habt ihr irgendwie halt, braucht ihr eine große Schublade, dass ihr sie beschriften könnt. Besser ist, wenn ihr da die Essenz rauskitzelt. Was ist denn das Gemeinsame von diesen Kärtchen, das in den Schubladen liegt? Und wenn ihr das tut, dann bekommt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit, also ihr könnt sie einfach auch clustern, ihr könnt eben dann, wenn ihr sie aufs Kärtchen habt, das ist dann der Vorteil, könnt ihr einfach auch die zusammenschieben, die zusammenpassen und ihr überlegt dann, was ist denn das Gemeinsame dieser Kärtchen? Und zwar nicht einfach als übergeordnete Kategorie, so im Sinne von, hier ist alles, was mit Bewegung zu tun hat und hier ist alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Das wäre viel zu allgemein, das sagt nichts über euch aus. Sondern so präzis wie möglich soll das sein. Ich kann euch einfach mal meine Antriebskräfte, wobei, ich muss das gleich in Klammer setzen, relativ vorsichtig formulieren. Die habe ich vor ein paar Jahren mal, als ich damit begonnen habe, mit dieser Methode abgeleitet. Wahrscheinlich würden die heute auch ein bisschen präziser aussehen. Ich kann die euch mal zeigen.
einfach, dass ihr eine Vorstellung bekommt, wie die ungefähr aussehen könnten. Und ich weiß nicht, wie gut ihr die seht und ob ihr die, seht ihr die überhaupt richtig rum oder ist das alles bei euch verkehrt rum? Ist alles gut, alles richtig. Also die erste Antriebskraft, die gefällt mir fast am besten, etwas Neues entstehen lassen, das frei ist und sein Potenzial entfaltet. Das wäre jetzt für mich eine Antriebskraft. Also ich sollte irgendeine Tätigkeit ausüben beruflich, wo ich etwas Neues entstehen lassen kann, das frei ist und sein Potenzial entfaltet. Wenn ihr von der Art her guckt, das ist im Prinzip einfach ein Satz. Die nächste Antriebskraft ist, ich versuche es durch das Blatt zu gucken, sich blind verstehen. Sich blind verstehen. Einfach so ein Satzfragment. Andere überraschen wäre das nächste. Auch ziemlich kurz und knackig. Da habe ich das Gefühl, da könnte man noch mehr, würde ich jetzt als Coach sagen, da geht, Nando, geh da noch mal drüber, da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen was rauskitzeln können. Und dann das nächste mit Ernst und Humor ein rundes System entdecken, bei dem alle Teile perfekt passen. Auch das ist sehr, sehr präzis, zeigt meine Persönlichkeit oder einen Teil davon. Das habe ich sonst so bei noch niemandem auch so nur ähnlich in ähnlicher Form gesehen. Genau. Und zum Schluss, seht ihr, habe ich es trotzdem einfach nur mit Kommas aneinander gelistet. Hat dann sehr gut gepasst. Freiheit, Natur, Ursprünglichkeit, Authentizität. Für mich liegt das, was ich sagen möchte, verborgen oder irgendwo zwischen diesen vier Begriffen. Irgend sowas werdet ihr bekommen. Ist aber, und das muss ich jetzt gleich sagen, ihr könnt das sehr gerne versuchen, gerne machen, hat ein paar Knacknüsse. Wir haben zum Beispiel vorhin haben wir was gesehen mit so diese, in diese Ruhe kommen, so dieses Meditative, ich glaube beim Malen oder sowas, weiß gar nicht mehr. Das kann einfach ein Bedürfnis sein. Wir möchten alle irgendwo ein Bedürfnis, haben wir irgendwo einfach mal zur Ruhe zu kommen. So. Das kann gut sein. Und das müssten wir wieder rausfiltern. Es gibt verschiedene Dinge, die wir rausfiltern müssen. Es kann auch eine Art, ich sage jetzt mal, Vermeidungsstrategie sein. Also ich habe zum Beispiel jemanden gehabt, mal, der war fasziniert von Dachböden. Weil auf dem Dachboden, da hat er sich als Kind zurückgezogen und ja, hatte da Ruhe vor, ich weiß nicht mehr, Vater, Onkel, irgendwas, der ständig betrunken war und so weiter. Und da hat er sich auf den Dachboden verzogen. Deshalb eine Faszination für Dachböden. Also da müssten wir jetzt wirklich halt zum Teil, müssen wir so gucken, was ist wirklich eine Faszination? Wo ist die Einzigartigkeit sichtbar? Wo kommt was ganz Persönliches raus und wo ist was auch Allgemeines drin? Oder eben erst so eine Art Ersatzstrategie, die wir haben. Gut, und dann haben wir die Antriebskräfte und wenn ihr das wirklich, wirklich jetzt konsequent machen möchtet, ich würde euch sehr gerne ermutigen dazu, weil es wirklich einfach wahnsinnig viel über euch aussagt. Und es sagt noch mehr aus, wenn ihr jetzt es ist halt mittlerweile ziemlich für nicht mehr so wahnsinnig schön, mein Blatt, aber da seht ihr verschiedene Farben. Das Gelbe steht für Tätigkeiten. Also was muss ich denn tun? Also da steht jetzt nicht Nando schreibt zum Beispiel ein Buch oder sowas, sondern da steht, was muss ich tun? Ein rundes System entdecken zum Beispiel oder etwas Neues entstehen lassen. Das muss ich irgendwie tun. Wenn ich das nicht tun kann, also wenn ich zu fest in der Routine bin zum Beispiel, dann kann ich das definitiv nicht machen, dann werde ich mich nie wohlfühlen an einem Arbeitsplatz, egal wo. Oder dann haben wir ganz unten, das ist für mich fast die wichtigste Kategorie, das, was unterstrichen ist, das sind meine Werte, das ist mein Warum. Ja, wenn ich in einem Ort arbeite, wo ich meine Werte nicht leben kann, also die quasi, wo mein Job gegen meine Werte verstößt, dann werde ich mich definitiv auch nicht wohlfühlen. Das ist für mich das Wichtigste, das Warum. Das Gelbe war das Was und das Blaue ist das Wie. Also ihr werdet Antworten bekommen für euer Warum, für euer Was und für euer Wie. Also hat auf mich eine sehr große Aussagekraft, diese Antriebskräfte. Ich habe euch eingeladen, Stärken mitzubringen, eure Stärken mitzubringen oder einige Stärken, die ihr habt.
einige, wir kommen jetzt zum nächsten Teil. Also wir haben jetzt im Prinzip, ich zeige das mal kurz. Wir haben jetzt angeschaut, Herausforderung auf dem Herzensweg. Was ist meine Einzigartigkeit? Das haben wir angeschaut. Das ist jetzt ein Teil davon. Andere Teile dieser Einzigartigkeit wären die Stärken. Und Stärken, die kann man wie auf unterschiedlichen Level kann man die betrachten. Wenn ihr zum Berufsberater geht, dann werdet ihr andere Stärken herauskristallisiert bekommen, als wenn ihr zu mir kommt zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Levels. Wir arbeiten mit zwei Fragen oder eigentlich so drei Fragen. Würde jetzt zu weit gehen, aber wir haben hier eine Karte. Da arbeiten wir mit drei Fragen, wo ihr die Stärken herausarbeiten könnt. Dann haben wir, also ich kann die Fragen kurz mitgeben gerne. Die erste Frage ist, was, wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel eure faszinierenden Tätigkeiten anschaut, was sind da eure größten Erfolge? Was würdet ihr als die größten Erfolge bezeichnen? Und ihr definiert, was Erfolge für euch sind. Das müsst ihr selber definieren. Und dann ist eine Anschlussfrage, welche Fähigkeiten habt ihr denn gebraucht, um diese Erfolge feiern zu können? Das ist für mich eine ziemlich tiefgehende Art, die Stärken herauszufinden. So, das war jetzt eine erste Doppelfrage. Und dann habe ich noch eine zweite Frage und die ist ein bisschen fies. Nämlich, was fällt dir so leicht? Dass andere dich darum beneiden. Und das werdet ihr nämlich wahrscheinlich gar nicht wissen. Das könnt ihr wahrscheinlich gar nicht wissen. Weil das, was euch leicht fällt, das fällt euch gar nicht auf. Für euch ist es selbstverständlich. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, dass andere Menschen da irgendwie sich schwer tun damit. Und euch geht es einfach ganz leicht von der Hand. Deshalb lohnt es sich da, mit Menschen zu sprechen, einfach mal Menschen zu fragen, eure Partnerin, eure Partner oder Arbeitskolleginnen oder Kollegen, mit denen ihr schon jahrelang zusammenarbeitet, die euch wirklich gut kennen, mal zu fragen, was möchtet ihr denn gerne, dass euch auch so leicht fällt wie mir? Und dann kommt ihr auch auf Stärken. Das sind so zwei Methoden, um Stärken herauszufinden. Dann gibt es noch andere Dinge von eurer Einzigartigkeit, andere Elemente, und zwar natürlich euer Wissen. Ihr habt irgendwo in eurem Leben euch ein Fachwissen angeeignet oder auch ein Fachkönnen, muss nicht Wissen sein, kann auch Können sein. Also wir haben hier so eine Art Cockpit. Ich muss zuerst die Präsentation wieder ausmachen, so. Dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. Das wären die Antriebskräfte, die ihr reinschreiben könnt. Unten könnt ihr noch reinschreiben, dass euer Warum, Was und euer Wie. Und natürlich habt ihr jetzt die Karten nicht, aber ihr könnt selber natürlich das irgendwo für euch aufschreiben. Das muss ja nicht auf diesen Karten sein. Und hier auf dieser Rückseite haben wir dann das Wissen, die Stärken und hier noch besondere Erfahrungen. Und das ist was meistens vergessen geht, ist auch ein Teil von eurer Einzigartigkeit. Welche besonderen Erfahrungen habt ihr denn gemacht in eurem Leben? Und das ist was auch schon Jugendliche sehr gut beantworten können, diese Frage. Die haben auch, Jugendliche haben bereits besondere Erfahrungen gemacht. Die einen sind, keine Ahnung, mit 5 Geschwistern aufgewachsen, ist auch eine bestimmte Erfahrung. Oder jemand musste vielleicht die Scheidung der Eltern mitmachen oder so, ist auch eine besondere Erfahrung. Hier gilt, es kann negativ, eine quasi negativ gefühlte Erfahrungen sein oder positiv, spielt nicht so eine Rolle. Beides sind Erfahrungen, aber ich würde sie nur dann mit reinnehmen, wenn ihr denkt, damit könntet ihr vielleicht mal was arbeiten. Das sind irgendwie Dinge im Rucksack, die könnt ihr vielleicht mal nach vorne nehmen und irgendwie beruflich irgendwie brauchen. Und Erfahrung, ja natürlich, die kann man natürlich, mit Erfahrung kann man arbeiten, damit kann man was machen. Und dann, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Es ist alles, waren jetzt alles Elemente der Einzigartigkeit. Ich kann scrollen, das hat mir alles gemacht. Und jetzt geht Punkt 2. Die nächste Herausforderung auf dem Herzensweg ist,
was ist meine Berufung? Oder mit anderen Worten, was kann ich jetzt aus meiner Buntheit, aus meiner Einzigartigkeit, was kann ich damit jetzt machen? Gleich Einschränkung vorneweg. Das zeigt sich nicht heute auf morgen, sondern es zeigt sich, wenn es reif ist. Aber man kann den Fokus darauf richten und dann erkennt man es wenigstens, wenn es reif ist. Und wir haben dazu ein Einzigartigkeitsspiel entwickelt, das ich euch gerne wieder erkläre, wie das geht. Nämlich, braucht ihr da noch mehr Kärtchen? Und da schreibt ihr alles, was ihr jetzt an Elementen von eurer Einzigartigkeit herausgefunden habt, schreibt ihr auf diese Kärtchen oder eben einfach so auf kleine Kärtchen. Irgendwie A-Format, was ist das? Keine Ahnung, A6 oder sowas. Einfach draufschreiben oder A7. Und dann habt ihr irgendwann einen Stapel, vielleicht mit 20 Kärtchen. Und jetzt kommt natürlich auf die Qualität drauf an, eure Spielkarten. Je besser und je sorgfältiger ihr den Prozess gemacht habt, desto besser ist die Qualität der Kärtchen, desto besser wird die Qualität dessen werden, was eben aus euch geboren werden könnte, passend zu eurer Einzigartigkeit. Das Spiel geht ganz einfach, nämlich ihr habt dann diese Kärtchen, diesen Stapel, und ihr zieht zwei Kärtchen. Könnt ihr auch mischen und einfach die obersten beiden nehmen, spielt überhaupt keine Rolle, einfach zufällig zwei Kärtchen nehmen und da steht da drauf. Gehe ich mal zurück in den Chat, um mal mich inspirieren zu lassen, was da alles drauf gestanden hat. Das sind jetzt vielleicht die Antriebskräfte. Könnte es dann drauf sein, vielleicht eine Stärke. Also, haben wir schon zum Teil ganz präzise Dinge gehabt. Kleinen Pflanzen beim Wachsen zusehen. Das ist jetzt noch keine Antriebskraft. Könnte eine sein, das ist einfach ein Grund. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist eine Antriebskraft. Das heißt, es würde sich so wiederholen. Vielleicht wird es dann ein bisschen abgewandelt, vielleicht wäre es nicht nur kleine Pflanzen, sondern kleine Lebewesen. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach was, dass es ein bisschen allgemeiner ist. Das könnte jetzt auf einem Kärtchen stehen. Auf dem anderen steht dann vielleicht zufälligerweise irgendeine Stärke oder eine besondere Erfahrung. Und dann überlegt ihr euch, welche Tätigkeit fällt euch ein, einfach eine Idee für eine Tätigkeit, wo beide Teile abgedeckt oder abgebildet sind. Also nehmen wir mal an, hier steht irgendwie den kleinen Lebewesen beim Wachsen zu sehen. Das würde da draufstehen und da würde vielleicht draufstehen, keine Ahnung, vielleicht wäre es auch Wissen oder sowas, da steht dann vielleicht drauf, keine Ahnung, UFOs, irgendwas. Ihr kennt euch gut mit UFOs aus. Ja, wie kann man den kleinen Lebewesen zuschauen und dann irgendwie eine Tätigkeit haben noch mit UFOs? Keine Ahnung, UFOs. Keine Ahnung, fällt mir gar nichts rein. Also es kann sein, dass gar nichts einfällt. Das war das auch ein ganz doofes Beispiel mit den UFOs. Meistens ist ja was Spannenderes. Nichts gegen UFOs. Genau. Welche Tätigkeitsidee fällt euch ein, wenn ihr die beiden Tätigkeiten miteinander kombiniert? Das ist eine Technik, wo man Dinge miteinander kombiniert, die normalerweise nicht kombiniert werden. Und dabei kommt Neues zum Vorschein. Und wenn ihr eine Tätigkeitsidee habt, nehmt ihr einfach eine dritte Karte dazu. Was ist denn, wenn ihr was da drauf steht, eine Stärke oder eine zweite Antriebskraft, was ist, wenn ihr das wieder in diese Tätigkeitsidee versucht zu integrieren? Und wenn es geht, wunderbar, ein viertes Kärtchen nehmen, ein fünftes Kärtchen nehmen. Ich habe schon erlebt, dass sämtliche, keine Ahnung, 20, 25 Kärtchen integriert worden sind, nicht nur einmal, mehrmals, integriert worden sind in eine einzige Tätigkeit. Und die Tätigkeit könnt ihr euch vorstellen, das sind sämtliche Elemente der Einzigartigkeit dieser Person sind enthalten. Die muss zur Person passen, diese Tätigkeit. Wenn ihr nicht weiterkommt, wenn ihr jetzt sagt, da fällt mir jetzt beim besten Willen nicht ein, wie ich die dritte, die vierte, die fünfte Karte da integrieren kann, oder mir fällt eben schon gar nichts ein, dann zieht ihr einfach neue Kärtchen und dann beginnt ihr wieder von vorne. Und wenn ihr keine Kärtchen mehr habt, weil ihr schon alle durch habt, könnt ihr alles wieder durchmischen und wieder von vorne beginnen. Und am Schluss habt ihr eine Liste von Tätigkeitsideen. Und meistens zeigt sich dann schon was, wo ich sage, oh wow, da schlägt mein Herz höher. Das wäre doch was ich tatsächlich anpacken könnte. Das Spiel könnt ihr alleine spielen.
Ihr könnt es auch mit jemandem zusammenspielen, den ihr recht gut kennt. Wenn ihr es alleine spielt, habt ihr den Vorteil, ihr kennt euch ja am besten. Das heißt, ihr werdet automatisch Tätigkeitsideen ableiten, die euch auch wirklich interessieren. Wenn ihr mit jemandem spielt, der oder die euch gut kennt oder die euch zumindest kennt, wird es wahrscheinlich auch was sein, was euch interessieren könnte. Und beiden habt ihr aber ein bisschen den Nachteil, dass ihr euch auch immer im selben Ding immer dreht. Vielleicht entstehen da nicht wirklich innovative Ideen, weil ihr euch eben zu gut kennt. Deshalb lohnt es sich, das eben auch mit wildfremden Menschen zu spielen. Oder mit Menschen, die komplett, ja, die euch überhaupt nicht kennen. Weil da kommen zum Teil komplett andere Ideen dann zum Vorschein. Am besten macht ihr das mit alle drei Möglichkeiten zusammen. Ihr spielt selber für euch, ihr spielt es mit jemandem, der euch kennt, und ihr spielt es mit jemandem, der euch überhaupt nicht kennt. Zum Beispiel könnt ihr auf Telegram, gibt es eine Spiel- und Lebengruppe, da könnt ihr gerne einfach mal reinfragen, wer hat Lust mit mir das Spiel zu spielen, oder ihr spielt euch dann eben gegenseitig, da gibt es ja dann all diese Leute, die diese Methode kennen. Gut, das ist eine Idee, es ist auch nur eine Idee, wie ihr zu Tätigkeits- oder wie Jugendliche und Erwachsene zu Tätigkeitsideen kommen, wenn sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich tun könnten beruflich, was sie wirklich fasziniert. Eben vielleicht Erwachsene, die 20 Jahre lang irgendwo auf einem Beruf gearbeitet haben und merken, da gibt es gar keinen Bezug zu mir, von mir zu diesem Job, den ich habe. Gibt es sehr, sehr häufig. Oder bei Jugendlichen, die einfach keine Idee haben, was sie nach der Schule machen könnten. Genau. Und ich habe im zweiten Webinar kurz den Magic Campus erwähnt. Da wäre es der nächste Schritt natürlich dann zu gucken, okay, ich weiß jetzt, was ich machen möchte. Wie komme ich dahin? Wie kann ich das Projekt umsetzen? Und beim Umsetzen des Projektes entstehen typischerweise auch wieder zwei Herausforderungen. Ich sehe gerade, ich muss ein bisschen Gas geben. Und zwei große Herausforderungen. Und wir haben das Magiemischpult entwickelt. Das habe ich auch ganz kurz gezeigt beim ersten Mal. Das Magiemischpult umfasst neun Regler. Diese neun Regler sind beim Spielen automatisch in Balance. Also sie sind jetzt, so wie es hier dargestellt ist, sind die in der Mitte. Also es ist sowohl das Tun als auch das Wollen. Irgendwo die Tätigkeit ist genau dazwischen. Also mit anderen Worten, ich tue, was ich tun möchte. Der Ernst und die Lockerheit sind auch beide gegeben. Das heißt, ich spiele, also das, was ich tue, tue ich mit großer Ernsthaftigkeit, aber auch mit einer großen Lockerheit. Und so weiter. Das sind dreimal drei Regler, die im Balo sind. Und die sind normalerweise, wenn es sich nicht spielerisch anfühlt, sind mindestens eine Regel, meistens mehrere bis fast alle, sind nicht in Balance. Und da können wir jetzt hingehen mit Werkzeugen, um zu gucken, wie können wir die jetzt wieder in Balance schieben. Und das ist eine große, große Arbeit, die vor uns steht. Und ich kann da noch kurz was dazu sagen, nämlich, das hat ganz viel mit den psychischen Grundbedürfnissen zu tun. Ihr seht hier, die sind in drei Kategorien eingeteilt. Nämlich, wir müssen beim Spielen mit uns selbst verbunden sein. Zutiefst mit uns selbst verbunden sein. Weil wir müssen etwas tun, was aus unserem Innersten entsprungen ist. Also müssen wir mit uns selbst verbunden sein. Wir müssen aber auch mit der Welt verbunden sein. Also ein Mädchen, das in einem Fluss von Stein zu Stein springt, das ist natürlich hochkonzentriert auf diese Steine und auf das Wasser und so weiter, vergisst aber alles daneben. Das ist der klassische Flow-Effekt, den Csikszentmihalyi beschreibt. Also Flow, wo wir so vertieft sind, dass wir nichts mehr wahrnehmen, dass wir gar nicht sehen, dass da jetzt eine ganze Meute Leute da um diesen Bach herum ist und dem Mädchen beim Spielen zuschaut. Oder wir vergessen unseren Hunger und unseren Durst und was auch immer da an Bedürfnissen da sind, weil wir so hoch konzentriert sind. Und wenn diese Verbindung da ist, die Verbindung zu uns und die Verbindung zur Welt, entsteht ein Spiel, eine Tätigkeit, ein Spiel, was ich erkunden möchte. Das Spiel möchte sich ausdehnen und einfach gucken, was ist denn innerhalb der Spielregeln, innerhalb des Settings gewissermaßen auch,
was ist da denn alles möglich? Und da müssen dann eben auch wieder drei Regler in Balance sein. Und die haben sehr viel zu tun mit den drei psychischen Grundbedürfnissen, die wir uns das letzte Mal, glaube ich, angeguckt haben. Nämlich das Gefühl, also drei Grundbedürfnisse, die wir haben. Und wenn wir uns erfüllt fühlen, wenn wir uns gut fühlen, dann sind diese drei Grundbedürfnisse eben in Balance oder die sind erfüllt. Nämlich ein Gefühl nach Kompetenz. Wir haben in dem Fall eben, können wir etwas bewirken, wir können etwas machen, wir können Einfluss nehmen auf unser Umfeld. Wir haben ein Gefühl der Autonomie und wir sind sozial eingebunden. Und wenn ich das jetzt zusammentun, diese drei psychischen Grundbedürfnisse zusammentun mit den 3x3 Regeln, dann entsteht eine ziemlich wirre Grafik, müsst ihr nicht im Detail angucken und verstehen. Spannend ist, hier haben wir so zweit äußerste Kreis, da steht Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit. Das sind die drei psychischen Grundbedürfnisse. Autonomie heißt nichts anderes als das ist das Ich, das ist das Ego. Ich möchte das machen, ich möchte das Gefühl haben, ich kann für mich entscheiden. Das ist das Ich, das Ego. Und beim Magiemischpult wäre es dann dieser Teil Verbindung zum Selbst, Verbindung zu mir. Wir brauchen das. Dann haben wir auf der linken Seite das Wir, nämlich wir sind ja ein Teil des Ganzen, wir sind verbunden mit den anderen. Wir möchten sozial eingebunden sein, das ist die psychische Grundbedürfnis. Und Verbindung zur Welt ist natürlich auch da wieder. Das sind genau die beiden Teile, die wir vom Magiemischpult her kennen, aber auch von den psychischen Grundbedürfnissen her. Und dann habe ich noch die Kompetenz unten, das ist ja nichts anderes, das, was zu uns geboren werden möchte. Das ist die Lebensaufgabe, die wir haben, gewissermaßen. Die möchte sich ausdehnen, die möchte gelebt werden, die möchte sich erkunden. Und aus diesen 3x3 Elementen ergeben sich zwei große Herausforderungen, die wir meistern müssen auf diesem Weg. Wir beginnen in der Mitte beim Ich. Also wir haben jetzt einfach eine andere Grafik. Wir sind in der Mitte, das Ich. Dann haben wir das Wir, das ist außen. Und irgendwo in uns drin ist die Lebensaufgabe verborgen, die gelebt werden möchte. Und da gibt es jetzt eine Zahl, nämlich das 1 und das 2. Das 1 ist, ich muss akzeptieren, was die Lebensaufgabe ist. Ich habe natürlich meinen Willen, meinen Verstand und irgendwie mit dem Verstand sagt, vielleicht mach das und das. Und das wird aber nicht unterstützt vom Leben. Das ist da habe ich das Gefühl, ich schwimme ständig gegen den Strom. Es kommt nicht richtig ins Fließen. Also es geht darum, Akzeptanz zu üben, mit dem Strom zu schwimmen. Was will das Leben mir denn eigentlich geben? So. Und das fällt mir viel, viel leichter, wenn ich jetzt mit dem Strom schwimme, statt gegen den Strom. Und da gehe ich jetzt zurück zum Magiemischpult, einfach um da mal ein Beispiel zu machen, wie das jetzt die Arbeit mit dem Magiemischpult aussehen könnte. So, das ist was, ich sehe hier vor allem diesen Regler Ernst und Lockerheit. Das heißt, mit Ernsthaftigkeit versuchen, was zu erreichen, zu gucken, wird es unterstützt, erreiche ich das? Und dann aber loszulassen und eben nicht irgendwie in eine Verkrampfung reinzukommen oder in eine, ich muss jetzt, so, das sind diejenigen, die auf dem Fußballplatz dann irgendwie sagen, ich muss jetzt gewinnen, sondern einfach loszulassen. Vielleicht erreiche ich das, was ich erreichen wollte, das, was ich ja mit großer Ernsthaftigkeit erreichen wollte, vielleicht auch nicht. Das wäre eigentlich die optimale Haltung, so diese Ergebnisoffenheit. Und da gibt es dann Methoden aus der Glücksforschung, aus der positiven Psychologie, mit der man genau das üben kann. Hat auch damit zu tun, hier mit dem Regler ganz in der Mitte, Kontrolle, Vertrauen, auch mit dem, die beiden Regler hängen stark zusammen. Ich muss kontrollieren, was ich kontrollieren kann, eben mit großer Ernsthaftigkeit. Wenn wir die Analogie zum Fußballspiel nehmen möchten, ich muss natürlich kontrollieren, den Ball versuchen zu kontrollieren oder was auch immer, den Mitspieler versuchen zu kontrollieren oder was auch immer, was meine Aufgabe ist. Aber dann Vertrauen, das geht schon. Fußballspiel ist das vielleicht ein bisschen ein doofes Beispiel, aber genau im Leben ist das wahnsinnig wichtig, dieses Vertrauen zu haben, das Vertrauen in mich selbst, dass ich meinem inneren Kompass vertrauen kann, dass ich dem Leben vertrauen kann.
dann loszulassen und zu sagen, ich stelle mir das so vor, aber ob das klappt, weiß ich nicht. Das ist der erste große Prozess, den wir angehen müssen, wenn wir unser Herzensprojekt umsetzen möchten. Das zweite ist, ich nenne das mal gesunde Unverwundbarkeit, gefällt mir noch nicht perfekt. Aber letztlich bin ich ja verbunden mit dem Umfeld und mir ist mir wichtig, was andere Menschen dazu sagen, was die davon halten. Gerade so die Leute, die mir wirklich wichtig sind, was halten denn die von mir? Und hier eine Haltung der gesunden Unverwundbarkeit, also gesund im Sinne von nicht eine Panzerung, wo ich einfach alles gar nicht mehr wahrnehme, was da von außen an Stimmen kommen, sondern das durchaus an mich heranlassen, aber es darf mich nicht mehr berühren, es darf mich nicht mehr, wenn da jetzt irgendjemand sagt, ja, das ist der völlige Quatsch, was du machst, und mach doch was Vernünftiges, oder ich weiß es nicht, das darf uns nicht irgendwas davon abhalten, das trotzdem zu machen. Also letztlich haben wir diese vier Herausforderungen, einfach als zentrale, und die beiden letzten, die unterteilen sich natürlich in x verschiedene Herausforderungen, oder Herausforderungen mit unseren Ängsten umzugehen, was denken die anderen und so weiter. Oder eben Herausforderungen, was ist jetzt, wenn das nicht unterstützt wird, was ist, wenn ich das nicht erreiche, wenn ich das nicht schaffe, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern frohgemut sein und weitermachen oder was anderes machen, was sich denn daraus ergibt, was auch immer. Und da lohnt es sich einfach, Menschen zu haben, die sich mit diesem Prozess auskennen, weil es ein ganz anderer Weg ist als denjenigen, den eben die meisten Menschen kennen. Da lohnt es sich, wenn da kompetente Menschen da sind, die einen dabei unterstützen. Und ich möchte ein kleines Beispiel, ich bin jetzt ein bisschen später dran, ich möchte mal ein kleines Beispiel von mir erzählen. Ich habe mich 2018 begonnen, selbstständig zu machen, habe die Stelle an der Pädagogischen Hochschule, ich könnte eigentlich die Presse wegmachen, die braucht es nicht, auf 50% reduziert. Und das hat sich stimmig angefühlt, 50% Hochschule, 50% Spiel daneben, bis ins Jahr 2020. 2020 kam der Moment, wo ich gemerkt habe, die Zeit an der PH, die wird zur lästigen Unterbrechung von dessen, was ich eigentlich tun möchte. Gleichzeitig habe ich festgestellt, das Geld, das ich habe, das reicht nur noch bis Ende Jahr. Und das war so, ja, gegen Sommer war das. Gegen Sommer 2020, das Geld reicht nur noch bis Ende Jahr. Ich muss irgendwas tun. So geht es nicht weiter. Weil die 50% an der Hochschule haben nicht gereicht. Und mit späteren Leben habe ich kein Geld verdient, oder praktisch kein damals, weil ich wirklich einfach eine Experimentierwiese gehabt habe. Und dann sind so ein paar Ereignisse gekommen. Meine Frau hat das Auto Schrott gefahren, also hat Kosten nach sich gezogen. Ich habe ein Baufahrzeug Schrott gefahren, also hat auch Kosten nach sich gezogen. Wir hatten ein Massenschaden, das hat auch Kosten nach sich gezogen. Und die Grenze von Ende Jahr ist immer weiter nach vorne gekommen. Und ja, da sind die schon ziemlich ins Grübeln gekommen. Und dann kam obendrauf noch eine Fehlgeburt. Hängt dies vielleicht nicht zusammen, aber für uns hat es zusammengehangen. Wir haben uns da wirklich gefragt, und wir hatten einfach das Gefühl, da kommt eine Seele zu uns, die will uns was mitteilen und dann geht sie wieder. Und für uns, für meine Frau und für mich war irgendwie plötzlich klar, die will sagen, mach dich auf den Weg. Und was jetzt vernünftig gewesen wäre, wäre natürlich die Prozente an der Hochschule wieder zu erhöhen. Das wäre wahrscheinlich gegangen. Und ich habe den anderen Weg gemacht und habe die Stelle ganz geschmissen. Und dann, 3 Monate später, war die Kündigungsfrist abgelaufen und ich hatte Zeit. Ich hatte plötzlich 100% Zeit. Und was habe ich da gemacht? Wieder das Unvernünftige von allem Unvernünftigen. Aber das, was ich eben genau richtig angefühlt habe. Ich habe dieses Buch fertig geschrieben. Das habe ich so nebenbei jeweils ein bisschen begonnen zu schreiben. Aber ja, ich bin nicht wirklich vorwärts gekommen. Und da habe ich wirklich gesagt, jetzt nehme ich mir Zeit, ein paar Monate und schreibe dieses Buch. Im Wissen darum, dass ich mit Bücherschreiben nicht reich werde und im Wissen darum, dass es relativ viel Zeit braucht, bis das fertig ist. Und aus diesem Buch hat sich dann alles andere ergeben. Das Magiemischpult zum Beispiel hat sich daraus ergeben, alles andere hat sich dann daraus ergeben. Das konnte ich aber zum Voraus nicht wissen. Manchmal ist das Unvernünftigste das Vernünftigste, was Sie tun können. So, jetzt, wir
sind letztlich, Spiel dein Leben ist mittlerweile ein gemeinnütziger Verein. Wir haben das Interesse, dass möglichst viele Menschen diesen Herzensweg beschreiten können, weil wir einfach überzeugt sind, dass das extrem viel positive Auswirkungen für die Gesellschaft und auch für die ganze Welt hat. Menschen, die bei sich sind, die ihrem Herz folgen, sind Menschen, die zufrieden sind. Zufriedene Menschen, das sind Menschen, die nicht übermäßig konsumieren, die haben das Bedürfnis gar nicht. Ihr habt, könnt euch vielleicht diejenigen, die beim ersten Webinar dabei gewesen sind oder die Aufzeichnung geguckt haben, an die Aussage des Künstlers von Marco erinnern, der gesagt hat, ja, Ferien, Urlaub, ja, manchmal gehe ich mit, aber eigentlich wäre ich lieber in der Werkstatt. Der braucht das gar nicht unbedingt. Nichts gegen Ferien, gegen Reisen, gar nicht. Aber einfach im Prinzip, um zu sagen, wer dem Herzen folgt, ist zufrieden mit dem, was er hat und ist zufrieden mit sich selbst. So. Das hat natürlich Konsequenzen. Das sind nicht Abfallberge die mit Müll und so weiter. Da ist nicht irgendwie Ressourcen, die irgendwo ausgebeutet werden. Gibt es natürlich alles auch, aber einfach in einem viel geringeren Maß. Es sind aber auch nicht irgendwelche Leute, die das Gefühl haben, sie müssen jetzt ins Stadion gehen und sich irgendwie mit den gegnerischen Fans prügeln. Was auch immer, oder auch schon im Kleinen. Man kennt das nur schon in der Familie. Wer zufrieden ist, ich glaube, da ist einfach viel harmonischer und gibt viel weniger Ärger als Menschen, die eben nicht wirklich bei sich sind und wo so eine innere Unzufriedenheit ist. Möchtest du, und das ist die Frage an dich, möchtest oder an euch, möchtet ihr, wer von euch möchte mithelfen, Jugendliche und Erwachsene auf diesem Weg zu begleiten? Wir möchten im ganzen deutschsprachigen Raum sehr gerne Menschen haben, die bereit sind und die eben, es ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, die hier einen Beitrag leisten möchten, Jugendliche und Erwachsene auf diesem Weg zu begleiten. Also zu begleiten hier von links Energielosigkeit, innere Leere hin zu rechts volle Power, volle Energie im besten Fall. Weil auch da, ich will nichts beschönigen, es gibt Herausforderungen und so weiter, es gibt auch da Momente, wo die schwierig sind, selbstverständlich. Wir haben eine Ausbildung zum Spiel dein Leben Coach. Die möchte ich ganz, ganz kurz vorstellen. Uiui, das geht jetzt aber ganz schnell. Ausbildung zum Spiel dein Leben Coach. Die dauert 7 Monate und die umfasst, ich muss mich selbst wegbeamen, so, die umfasst 6 Module. Wir haben da Top-Expertinnen und Experten ins Boot geholt, um diese Ausbildung zu gestalten. Es gibt, ich zoome es da mal rein, die ersten 3 Module, Grundlagen des systemischen Coachings. Systemisches Coaching heißt im Prinzip Menschen begleiten durch Fragen stellen, so ganz banal ausgedrückt. Da haben wir Punkte wie Haltung von Coaches, dass nicht wir die Experten sind, sondern dass eben zum Beispiel die Jugendlichen oder die Erwachsenen, das sind ja die Einzigen, die wissen, was aus ihnen geboren werden möchte, die spüren, was sie spüren. Wir von außen spüren das nicht. Da geht es ganz stark darum, eben diese Haltung einzunehmen. Wahrnehmungsfilter, Fragetechniken gucken wir uns an, Reframing, und dann erarbeiten wir ein persönliches Coaching-Profil. Das ist Modul 1. Das sind nur Grundlagen. Also wenn jemand von euch schon eine Ausbildung hat zum systemischen Coach, da werden die wahrscheinlich tiefer gegangen sein, ist für unsere Arbeit, ist das, was wir hier zusammengestellt haben, das, was wir als relevant, als besonders wichtig erachten. Dann Modul 2, der spielende Mensch der neuen Zeit. Da sind wir jetzt schon eingetaucht im ersten Webinar, Auswirkungen der digitalen Transformation. Was passiert denn jetzt gerade? Weshalb braucht es diesen spielenden Menschen überhaupt? Weshalb ist der heute zentral und weshalb können wir heute dem Herzen folgen? Da gehen wir noch ein Stück tiefer als das, was ihr schon gesehen habt. Wir gucken uns natürlich das Wesen des Spiels an. Wir sehen uns den Homo Ludens an, den spielenden Menschen an, der komplett anders funktioniert als der Mensch, der einfach Leistungsanforderungen von anderen zu erfüllen versucht. Wir schauen uns Herzensprojekte an. Auch da waren wir schon, haben wir so reingetippt, da gehen wir noch viel, viel tiefer rein. Da gehen wir wirklich bis auf Ebene, was sind denn so die typischen Glaubenssätze? Und da erschrecken wir dann wahrscheinlich, wenn wir sehen, was für Glaubenssätze haben wir denn, denen wir uns gar nicht bewusst sind. Eben Menschen, diese Leistungssicht haben,
die denken, also jetzt, wenn wir auf Kinder fokussieren, dann denken die zum Beispiel, Erwachsene wissen besser als die Kinder, was die Kinder wann lernen sollen. Ich habe da ganz eine andere Haltung. Ich bin überzeugt, dass die Kinder am besten wissen, was sie wann lernen sollen. Aber wir hätten keinen Lehrplan in der Schule, wenn es diesen Glaubenssatz nicht gibt. Zum Beispiel. Also werden wir wirklich sehr, sehr bewusst, was sind denn eigentlich die Glaubenssätze dahinter? Und wir führen in dieses Magiemischpult ein, was ihr jetzt auch schon gesehen habt. Dann das dritte Modul, die Einzigartigkeit verstehen. Wir schauen uns dieses Antriebskraft-Coaching an, also das, was ihr jetzt auch reingeschnuppert habt. Da werden wir wirklich coachen. Also ihr würdet lernen, lernt hier zu coachen, Menschen zu begleiten in diesem Prozess, weil da wirklich noch ein paar Herausforderungen auf dem Weg lauern, ein paar Fallstricke. Wie kann man das persönliche Warum, Was und Wie ableiten? Wie kann man die Lebensvision, davon habe ich jetzt gar nicht gesprochen, die persönliche Lebensvision herausarbeiten? Und das mit den tiefen Stärken habe ich auf die Schnelle kurz erklärt. Das sind einige Punkte, die wir hier anschauen. Das wäre der erste Punkt, wenn wir mit Jugendlichen oder Erwachsenen arbeiten, die nicht wissen, was sie gerne, was sie tun möchten. Dann haben wir Modul 4, Herzensprojekt entdecken. Da würden wir das Einzigartigkeitsspiel natürlich vertieft anschauen und ihr lernt da, wie ihr Menschen begleiten könnt mit diesem Spiel. Wir schauen uns die morphologische Matrix an. Das ist eine ganz andere Kreativitätsmethode, wir nutzen sie hier, es gibt verschiedene Anwendungsfelder, aber hier in diesem Kontext eben, um Tätigkeitsideen herauszufinden. Journaling und dann Spielen als Selbsterkenntnis. All das tun wir natürlich bei Magic Campus. Weil, ja, wenn wir spielen, ist ja klar, dann machen wir etwas, was unserem inneren Drang, also was unserem Innersten entspringt, und das können wir nutzen zur Selbsterkenntnis. Modul 5, jetzt geht es darum, das Herzensprojekt, das ich jetzt im besten Fall gezeigt habe. Wie gesagt, ich will nichts Falsches versprechen, manchmal braucht es einfach eine Zeit. Und damit sind Sie dann am Spielen, im Sinne von Projekte anzupacken, die Ihrem Innersten, wenn Sie das, oder eine Annäherung, vielleicht sind Sie noch nicht ganz so weit, aber dass Sie noch eben einfach näher kommen mit diesen Projekten, die Sie anpacken. Also, zurück zu Modul 5, Herzensprojekt umsetzen, Triggerpunkte auflösen. Da haben wir den Frank und die Monika, die hier eine Methode erklären, die ihr dann als Coaches wirklich anwenden könnt. Also wir sind ja vielfach getriggert von irgendwas und das hält uns ganz stark davon ab, unserem Herzensweg zu folgen, weil wir dann eben dem Trigger folgen und nicht dem Herzensweg und dem, was unser Innerstes von uns, aus uns schöpft und unser Kompass. Körper- und Geldarbeit. Wir kommen fast nicht am Thema Geld vorbei. Und auch da haben wir so viele Glaubenssätze aus der industriell geprägten Zeit. Wir haben so eine einseitige Sicht auf das Geld, dass uns das extrem blockieren und hemmen kann. Und da kommen, aus meiner Erfahrung, gerade Erwachsene kommen da fast nicht drum herum. Quellenprinzipien, die besagen im Prinzip, dass wir eine ganz besondere Verbindung haben zu unserem Herzensprojekt. Und wie können wir diese Verbindung, was bedeutet diese Verbindung für den Umgang mit dem Herzensprojekt, für die Umsetzung? Da gibt es Prinzipien, die einfach aus Erfahrung generiert worden sind, die hier zum Zug kommen. Wie können wir aber auch eine förderliche Struktur aufbauen? Auch das wieder bei Jugendlichen extrem wichtig, weil die sind jetzt zum Beispiel zur Schule rausgekommen, und die haben jetzt Zeit. Die haben jetzt Zeit und ja, die können dann statt in Projekte reinzugehen und sich selbst zu entdecken, können sie auch was anderes machen, sich ablenken. Und die wachsen natürlich genauso. Und wir sind ja typischerweise schon so in einer Routine drin, so im Tagesablauf drin. Und da eine förderliche Struktur aufzubauen, auch unser Umfeld ganz, ganz bewusst zu gestalten, mit wem diskutieren wir was zum Beispiel. Auch das, all das wird da einbezogen, dass wir wirklich ins Tun kommen. Ich kann euch nicht vorstellen, wie viele Erwachsene, 40, 50-Jährige, ihre Einzigartigkeit entdeckt haben, ihre Antriebskräfte entdeckt haben, aber nicht ins Tun gekommen sind. Wegen irgendwelchen Dingen, Ängsten, einfach strukturellen Problemen, irgendwas, was nicht gepasst hat.
Umgang mit Krisen, die Krisen werden auch kommen. Wie gehen wir mit diesen Krisen um? All das brauchen wir, um ein Herzensprojekt umzusetzen. Dann das Letzte, und das ist jetzt das, was auch spezifisch ist für den Umgang mit Jugendlichen. Die Jugendlichen sind die sind im Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Und da haben wir die Simona Zäh ins Boot. Ich sehe nachher noch, wer alles mit dabei ist als Expertin und Experte. Die Simona Zäh, die sich sehr, sehr gut auskennt, was geschieht denn jetzt eben in diesem Übergang vom Kindsein zum Erwachsensein. Das sind Prozesse, die losgehen. Und wenn die als Erwachsene einfach ignorieren, haben wir das Gefühl, ja, weshalb tun die nicht und so weiter. Und wir verstehen das Ganze nicht wirklich. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass wir hier diese Jugendlichen erkennen, was passiert jetzt in diesem Prozess, in dem sie sowieso schon sind. Herausforderungen und Versuchungen. Dann haben wir einen großen Teil, Games und Social Media ist ein Riesenthema aktuell. Und da investieren wir mehr als einen ganzen Tag, um uns diesem Thema zu widmen. Wann können wir zum Beispiel einfach zuwarten, alles unproblematisch, auch wenn sie mal gamen oder mal Social Media durchscrollen oder so. Und wann sollten wir vielleicht mal ein bisschen Druck aufsetzen oder reagieren? Und natürlich gibt es in dieser Zeit auch ganz viel Frust und Aggression und auch die gilt es zu verstehen. Das sind die 6 Module der Ausbildung. Und das Magiemischpult, ihr seht, das ist hier so wie quer. Das spielt bei 5 von diesen 6 Modulen spielt das rein. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtig. Und da gehen wir wirklich in die Tiefe. Was ist jetzt, wenn die einen Regler nicht im Balance sind? Wie können wir, welche Szenarien, weshalb sind die nicht im Balance? Und wie können wir die jetzt im Balance schieben? Und zum Schluss gibt es eine Abschlussarbeit. Und zwar nicht irgendwas, was in der Schublade landet, sondern das sind ganz einfach, könnt ihr hier zum Beispiel eine alternative Methode vorstellen. Ihr habt ja die meisten von euch, alle von euch haben natürlich einen riesen Rucksack. Und da gibt es ja vielleicht schon Dinge, die ihr ergänzend hier reinbringen könnt. Weil das, was ihr bringt, es gibt 1000 Methoden da draußen. Und da ist natürlich sehr, sehr gut zu wissen, was gibt es sonst noch alles. Und ja, wir könnten dann zum Beispiel auch, sage jetzt mal was, mehr einen Jugendlichen, den ich gerade im Coachen bin, der eine ganz spezifische Herausforderung hat, könnte ich mal zu Eva rüberschieben, weil die hat doch genau die Methode, die jetzt weiterhelfen könnte. Also hier präsentiert ihr einfach eure zusätzliche Methode oder wie ihr, das ist alles nicht in Stein gemeißelt und das soll alles leben. Ihr habt ja meine Antriebskraft gesehen, das soll was Neues entstehen lassen, das frei ist und sein Potenzial entfaltet. Also ich möchte nicht was machen, was einfach jetzt in Stein gemeißelt ist und zum Dogma wird, sondern ihr könnt das natürlich abändern, könnt es weiterentwickeln. Das wäre auch eine Variante für eine Abschlussarbeit. Es ist eine Präsentation von irgendwie 20 Minuten, nichts Wildes, aber was nochmal für alle halt nochmal ganz, ganz viel bringt. Das ist für mich, es ist immer das Highlight, dieser Abschlusstag, wo diese Abschlussarbeiten präsentiert werden. Hier noch das Ausbildungsteam, das ist die Monika Galeori, die macht Körper- und Geldarbeit, Quellenprinzipien. Die Bianca Merz ist Coach, sie übernimmt den Teil Wahrnehmungsfilter und auch bei Haltung von Coaches, da macht sie auch mit. Frank Möller und Monika Tessaro, die haben diesen Ansatz zur Selbstbefreiung aus inneren Reaktionsmustern, also diese Triggerpunkte auflösen, sodass wir nicht einfach eben reagieren und irgendwie fremdgesteuert werden durch irgendwelche komischen Dinge aus unserer Kindheit, sondern dass wir da bewusst diese eben ausschalten können. Der Nico Steinbach, das ist jemand, der an der Hochschule arbeitet und da eben sehr, sehr fundiert und bewandert ist mit dem Thema Gamen. Mich könnt ihr ein bisschen, könnt ihr einfach einschätzen. Spielerisches Leben, digitale Transformation, das sind vor allem meine Themen. Systemisches Coaching, das bringe ich mit rein. Und die Simona Zäh, die eben sich die von der Bindungsorientierung herkommt und Kinder und Jugendliche extrem gut versteht und weiß, wie das mit dem Reifeprozess aussieht, welche Entwicklungsstufen es gibt und so weiter und so fort. Auch wenn ihr jetzt nicht mit Jugendlichen arbeiten könnt und möchtet, ist das einfach wahnsinnig wichtig, weil auch wir sind durch diesen Reifungsgrad durchgegangen und die meisten von uns sind irgendwo nicht ganz ausgereift, sage ich mal, klingt jetzt negativ, aber wir haben irgendwo alle unsere Muster. Und wenn wir uns selber reflektieren, und das gelingt eben, weil Simona eben diese Entwicklungsstufen auch mitteilt, dann sehen wir da, okay, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen nachreifen und noch ein bisschen an mir arbeiten. Genau.
Es gibt, es ist eine Mischung aus Präsenz und Online. Ich habe jetzt nur mal die Präsenztermine hier aufgeschrieben. Das sind Wochenende, das sind 5 Wochenende inklusive dem Abschlusstag. Also vier Wochenende für Inhaltliches. Und da geht es wirklich darum, zu üben, zu coachen, zu üben, sich gegenseitig zu coachen oder diese Triggerpunkte aufzulösen, diese Geldarbeit da reinzugehen und so weiter. Einmal, ihr seht das beim 21. bis 23. Juni, das sind 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann 23. 24. November, da ist Abschlusstag. Abschlusstag ist 24. November. Und wir haben einfach noch einen Reservetag eingelegt, dieser 23. Den braucht es vielleicht nicht und vielleicht braucht es den, je nachdem, dass wir da flexibel sind. Weil bei mir ist nicht alles einfach in Stein gemeißelt und einfach alles durchgeplant, sondern es soll immer auch, wir sehen das im Agilimpuls, es soll immer auch ein Stück weit eben dann hier Flexibilität geben. Und ja, also man kann diesen Agilimpuls auch nutzen, um eine Ausbildung zu designen. Genau. Nebst diesen Präsenzterminen, die fast am wichtigsten sind, gibt es Online-Calls, die sind auch wichtig, aber die werden aufgezeichnet. Das heißt, die kann man natürlich dann auch nachgucken. Präsenz mag ich nicht aufzeichnen. Das gibt einfach nicht wirklich eine schöne Sache. Und eben, ja, es geht dann vieles auch ins Praktische rein. Das kann man nicht aufzeichnen oder macht einfach keinen Sinn. Also wir haben 10 bis 11 Präsenztage. Wir haben 22 Online-Calls, die sind jeweils Donnerstagabends. Meistens ab 19 Uhr, teilweise ein bisschen früher, einmal am Freitag. Da gibt es vielfach auch vorgängig bereits Videos, die ihr gucken könnt, und die Calls sind dann mehr oder weniger einfach Fragen und Antworten, Möglichkeitsstunden so, also Möglichkeiten, eure Fragen zu stellen. Manchmal ist aber auch wirklich was Neues und vielfach eben habt ihr dann auch zum Beispiel einfach Aufträge, wie zum Beispiel jetzt, guckt jetzt mal, was eure Faszinationen sind, dass wir dann durch einmal durchgehen können. Genau, ihr habt dann Zugang zu einer geschlossenen Diskussionsgruppe, die ist auf Telegram. Und ihr habt, wo einfach dort eben, da könnt ihr euch austauschen. Da ging das letzte Mal, letztes Jahr ging da richtig die Post ab, war richtig, richtig schön. Zugang zu Online-Ablage, da sind alle Videos gespeichert, alle Aufzeichnungen kommen dahin. Da habt ihr im Prinzip unendlich lange Zugang, solange es eben auch die Ausbildung gibt, so lange. Und natürlich kriegt ihr am Schluss ein Zertifikat. Da gibt es ein paar Bedingungen, dass ihr die bekommt. Vor allem ist mir wichtig, dass ihr die Haltung entwickelt habt. Und ja, auch bei den Präsenzterminen, da soll es irgendwie nicht so sein, dass ihr gar nicht erscheint, sondern es soll ein bisschen zu dieser 80%-Regel, dass ihr bei 80% dabei sein könnt. Und hier gleich eine kleine oder wichtige Anschlussbemerkung, nämlich, jetzt sind einige auch aus Deutschland da. Ich weiß das von, wir haben ziemlich viele Anmeldungen gehabt für dieses Webinar, 300 Anmeldungen rund. Und da sind sehr, sehr viele aus Deutschland dabei. Wenn ihr jetzt nicht fünfmal, sechsmal, fünfmal in die Schweiz reisen möchtet an einem Wochenende, was ich verstehe, nehmt mit mir Kontakt auf. Wir sind eventuell, wenn es Interesse gibt, würden wir Ausbildungsblöcke auch in Süddeutschland, zusätzlich in Süddeutschland organisieren. Die Online-Kurse könnten wir zusammen machen. Aber dass wir dann die ganzen Expertinnen und Experten einmal nach Deutschland anreisen lassen und dass ihr dann nicht, weil Deutschland doch ein bisschen größer ist als die Schweiz, dass ihr dann nicht fünfmal reisen müsst, würden wir die zusammenfassen zu wahrscheinlich 2 Blöcken, also zweimal irgendwie 4 bis 5 Tage, so dass wir nur zweimal anreisen möchten. Also nehmt einfach mit mir Kontakt auf und dann gucken wir, ob dieses Interesse genügend groß ist, dass es sich lohnt, das zu organisieren, weil es ist ein bisschen Organisiererei mit doch irgendwie sind es 5 oder 6 Expertinnen und Experten. Gut, das Ganze kostet 4.920 Franken und wir machen es einfach auch euromäßig gleich. Das heißt, wir rechnen es einfach 1 zu 1 um, falls jemand aus Deutschland dazukommt. Wird zwar teurer mit den ganzen, also für uns zum Organisieren wird es teurer. Aber ja, wir machen es einfach so, weil das Lohnniveau in Deutschland ist ja auch ein bisschen niedriger als in der Schweiz. Und jetzt habt ihr Zeit und Gelegenheit für Fragen. Ich stelle mal grundsätzlich die Möglichkeit wieder euch zur Verfügung, euch per Mikrofon zu melden. So, also wenn ihr mögt, könnt ihr Mikrofon einschalten oder ihr könnt in den Chat reinschreiben. Ich sehe, das hat schon ein paar Fragen. Österreich, Österreich, genau. Also
kommt jetzt darauf an, wo Österreich, gell, ist auch wieder groß, aber ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, dass wir einfach, also dass du dich einfach meldest und dann gucken wir, was wir machen können. Und wenn es Vorarlberg ist, dann ist es vielleicht machbar, in die Schweiz zu reisen. Gibt es ein Skript zum heutigen Meeting? Nee, gibt es. Ah, doch, gibt es. Entschuldigung, natürlich gibt es das. Also es gibt quasi ein Beschrieb der Ausbildung. Da habt ihr ein PDF, das ich euch gleich geben werde. Und da habt ihr alles. Ich kann euch, wenn ihr mögt, auch, keine Ahnung, ist es Interesse, die Präsentation schicken oder so. Kann ich gerne machen. Und sonst habt ihr, es kommt gleich, habt ihr hier ein PDF, da ist alles drauf von der Ausbildung, sämtliche Termine, auch die Calls und so weiter, also die Termine und die Calls sind da alle dabei und ihr könnt euch das in aller Ruhe angucken. Und das wäre dann vielleicht noch wichtig, ich kann das dann ganz kurz mal öffnen. Und schick euch dann die. Ich sehe gerade, das fehlt bei mir gerade. Das ist kein Problem. Ich glaube, ich kann das kurz hochladen. Respektive, das ist schon hochgeladen. Ich müsste es nur noch kurz zeigen können. So. Wir haben eine Deadline, respektive einen Start. Das wäre wahrscheinlich noch wichtig. Uiuiui. Der macht wieder irgendwas. Also, Anmeldeschluss ist Dienstag, den 19. März, das ist in 12 Tagen. 12 Personen haben Platz und der erste Call findet dann irgendwie gleich 2 Tage später statt. Ich glaube, am 21. Das müsste Donnerstag sein. Da findet dann gleich der erste Call statt. Ist einfach ein Take-off-Call. Wenn ihr da nicht teilnehmen könnt, weil es so arg kurzfristig ist, ist nicht so dramatisch. Da geht es einfach darum, sich kennenzulernen und ein paar organisatorische Fragen nachzuklären. Genau. Also das bekommt ihr alle und zwar gleich jetzt, wenn das eigentlich klappt. Deshalb geht das nicht. So, jetzt. Da könnt ihr das PDF herunterladen und ich schicke es euch natürlich dann auch per Mail. Ich sehe, da ist noch was im Chat. Genau, je mehr Infos, desto besser. Ja, das ist so. Genau. Und ihr könnt natürlich jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen und eure Fragen stellen. Und stimmt, in Österreich hätten wir noch keinen Coach. Das wäre Premiere, wäre natürlich total schön, auch da im Österreichischen was bewegen zu können. Deutschland haben wir eine Person, die Coach ist, und in der Schweiz. Die meisten kommen aus der Schweiz. Jemand kommt aus Deutschland. Gibt es Fragen zur Ausbildung oder zu dem, was ich heute erzählt habe? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich warte noch einen kurzen Moment. Franz, beinhaltet das, ich lese es jeweils vor, weil das in der Aufzeichnung, die seht ihr im Chat nicht, beinhaltet das Skriptum auch den ersten Teil der Präsentation. Ich kann einfach alles zusammenpappen zu einem PDF und euch schicken. Das kann ich machen. Habt ihr alle drei Präsentationen zusammen? Gibt es die Ausbildung nächstes Jahr auch? Ich gehe davon aus, aber ich plane nicht. Ich mache keinen Masterplan, sondern ich gucke, was eben als nächstes geboren werden möchte aus mir oder aus Spielernleben. Und von daher, ich kann es nicht versprechen, aber mir macht die Ausbildung total Spaß. Ich würde das sehr gerne machen. Und von daher gehe ich davon aus, ja. Darf ich kurz fragen? Klar, auf jeden Fall. Wenn ich einen Teil der Ausbildung, ich werde jetzt konkret den von 7 Monaten zum Beispiel schon gemacht habe, gibt es die Möglichkeit, dass der wie angerechnet wird? Genau. Okay,
Super. Genau. Also ihr seht im PDF, seht ihr, genau, das sind viele. Also zum Beispiel eben ein systemisches Coaching habt ihr vielleicht schon gemacht. Müsst ihr nicht nochmal dürfen machen. Ihr dürft, aber ihr kriegt natürlich auch dann, also ihr müsst dann auch nicht anwesend sein, ihr dürft aber, seid eingeladen und ihr kriegt dann auch einen Abzug, einen Preisabzug. Und bei Simona ist es auch so, oder bei Monika wird da, Genau, da weil gibt es bei schon ein Simona Angebot. zum Beispiel ist es wirklich, habe ich es schon machen dürfen. Ja, das ist Was super, sicherlich ja. eine Wiederholung nicht schadet, aber es wäre jetzt nicht notwendig. Genau, Simone hat zwei Teile. Weiß nicht, welche, hast du Genau. den Teenager-Verstehen-Kurs gemacht wahrscheinlich, oder? Das ist einer davon, ja. Ich habe schon mehrere bei ihr gemacht. Also, Teenager-Kurs, den würden Genau. wir anrechnen und den Screenager-Kurs, den würden wir Genau. auch anrechnen. Genau. Und Lernen begleiten, genau, da war auch noch ein Teil. Ja. Genau. Gut, danke. Bitte. Wir haben dann so für uns also quasi eine Skala, nicht eine Skala, sondern einfach herausgeben, wie viel wir anrechnen. Das kommt dann auch auf den Platz drauf an, also den Umfang, den das in der Ausbildung quasi ausmacht. Aber zum Beispiel den Teenager-Verstehen-Kurs, ich glaube, der kostet irgendwie 420 und wir rechnen 400 Franken an oder so. Also fast ziemlich 100%. Ursula, sehr gerne. Wo finden die Live-Weekends statt? Auch das ist noch nicht geplant. Wir mieten uns meistens in den Räumlichkeiten von freien Schulen ein, weil wir gerne möchten, dass eben diese Philosophie auch unterstützt wird. Und freie Schulen schwimmen meistens nicht gerade im Geld. Und deshalb gehen wir lieber dahin, als irgendwo in einen schönen, keine Ahnung, Seminar-Location oder irgend sowas. Und gleichzeitig haben wir aber auch Inspiration, wie das eben, ja, wie sie freie Schulen, wie die aussehen. Wir sind meistens so ein bisschen im Umkreis von einer Stunde von mir, das heißt irgendwo Region Langenthal. Also wir sind vielfach irgendwo in Sempach sind wir vielfach, wir sind in Saanen gehen wir oft oder dann Richtung Hitzkirch oder irgend sowas. Aber wir nehmen da auch Rücksicht, das ist eben auch das Gute, wenn ich nicht zu früh plane, wir nehmen da auch Rücksicht auf, wo kommen denn die Teilnehmenden her. Das letzte Mal hatten wir so einen Schwerpunkt Aargau, Zürich und da können wir mal das eine oder andere Mal eher halt in die Richtung gehen. Also in Sempach im Sprungbrett. Genau. Okay. Oder Casavabetta, also die. Genau, da waren wir auch Ja, schon, genau. okay. Alles klar. Danke. Muss ich mir Sorgen machen, wenn mein Kind den klassischen Weg der Regelschule beschreitet? Es beginnt den Weg gerade erst, alternative Schule ist leider zu weit weg. Sorgen machen musst du dir nicht. Ich glaube, das Kind weiß schon oder das macht schon die Erfahrungen, die es machen muss. Und ihr könnt als Eltern ja ganz viel Gegensteuer geben. Also ihr müsst ja nicht noch mehr Leistung erwarten, noch mehr Leistungsdruck aufbauen, sondern ihr könnt ja Gegensteuer geben. Und das hilft natürlich dem Kind extrem. Und dann kommt es nicht auch immer auf die Situation drauf an, ist jede Lehrperson wieder anders und jede Schule wieder anders. Gut, ihr kriegt wahrscheinlich voraussichtlich morgen eine Mail mit dem PDF und mit den drei Präsentationen zusammengepackt als eine und dann meldet euch einfach. Ihr könnt auch hier sehr gerne einen individuellen Termin für mich mit mir vereinbaren, um eure Fragen zu klären, wenn ihr Fragen habt zur Ausbildung. Ich sehe, da ist noch was. Alles klar, gut, okay. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Schön, dass ihr hier bei dieser dreiteiligen Serie dabei gewesen seid und vielleicht sehen wir uns spät bei späterer Gelegenheit mal wieder. Schönen Abend!